Da ist Jimmy mit seinem Howie. Wie weit müssen wir denn? Haha, nicht erwischt. Moin. Moin. Ich habe Bowle gemacht. Willst du auch eine? Ja. Oh, warte, ja. Moinsen. Mittwoch, 5. Juni. Ich habe gerade das Video, den Vlog 472, fertig geschnitten. Hinter mir klötet das. Das sind die anderen vier Flaschen. Also wir sind hier zu fünft unterwegs. Ruhe da auf den billigen Plätzen. Die sind leer. Komplett leer. Ne? Also macht euch keine Sorgen. Leere Gasflaschen. Ich will zwei abgeben, die ich nicht mehr brauche. Und zwei will ich tauschen. Und die vollen Flaschen werden dann auch angebunden. Ne? Also macht euch keinen Kopf. Für die Sicherheitsexperten. Warum ich zwei volle Flaschen Gas brauche, erfahrt ihr am Wochenende. Ja, erzähle ich am Wochenende, nicht jetzt. Ich hatte gerade fast einen Herzkasper. Ich musste mich gerade echt richtig aufregen. Ich versuche das ruhig zu erzählen. Also, gerade rief der Architekt an. Es geht um eins unserer Bauvorhaben. Da sind jetzt alle Stellungnahmen da, die wir brauchen. Also Landwirtschaftskammer, Gemeinde, Wasseramt. Selbst der Prüfstatiker ist schon fertig. Die Prüfstatik ist raus. Ob die da offiziell schon eingegangen ist, weiß ich nicht. Kann sich aber nur noch um ein, zwei Tage handeln. Postweg halt. Und dass die das dann in dem Online-Portal eingetragen haben, wo man nachgucken kann, ob was da ist. Aber die Prüfstatik ist vom Prüfstatik auf jeden Fall auch raus. Also ist alles da. Aber das Naturschutzamt ist unzufrieden. So, und irgendwie anscheinend, was genau, weiß ich nicht. Das hat man mir nicht gesagt. Irgendwie geht es da um versiegelte Flächen. Wir hätten angeblich zu viele versiegelte Flächen. Das ist aber so nicht korrekt. Denn die große versiegelte Fläche bei uns, der große Platz, das war eine Siloplatte. Ich muss mal eben telefonieren. Ich muss das mal eben mit dem Auto verbinden. Bis gleich. So, das war genau aus dem Grund auch noch ein Telefonat. Also, wo war ich stehen geblieben? Ja, ich hatte also wegen versiegelte Flächen angeblich. Mehr weiß ich da nicht. Und unser Architekt weiß auch nicht mehr, dem wurde auch nicht mehr gesagt, wo genau das da jetzt hapert oder was das Problem ist. Wenn die mir das sagen würden, dann könnte ich das ja auch, man könnte das ja alles aufarbeiten und klären. Aber wenn man nicht weiß, was genau die jetzt noch, wo die jetzt noch Schmerzen haben. Also, und die Unterlagen haben sie jetzt alle, eigentlich alle. Wobei sie hausintern ja sowieso gehabt hätten, aber gut, das ist noch ein anderes Thema. Ich verstehe es nicht. Ich verstehe das Problem nicht. Und losgelöst davon, dass unsere Siloplatten ja alle genehmigt sind, ich kann das nicht sagen. Vielleicht sind hinter der Halle 20 Quadratmeter tatsächlich gepflastert, ohne dass es irgendwo eingezeichnet ist. Weiß ich nicht, dann kommt das raus. Darum geht es mir auch nicht. Aber ich will einfach nur wissen, wo das Problem ist, damit ich dran arbeiten kann, damit wir diese Genehmigung kriegen, damit das irgendwie losgehen kann, weil das ist eilt nun mal, leider. Also es ist mir ein Rätsel. Es ist mir wirklich ein Rätsel. Verstehe ich nicht. Überall wird erzählt, die Baubranche ist am Boden und keine Aufträge, alle sind sie in Kurzarbeit. Landwirtschaft wollen wir auch unterstützen und beides passiert eben gerade nicht. Wenn es keine Genehmigung gibt, dann kann man auch, selbst wenn man wollte, nicht anfangen mit dem Bauen. Ne? Fällt mir nichts zu ein. Vielleicht sehe ich das auch falsch, könnt ihr mir in die Kommentare schreiben, aber mir fällt da wirklich nichts zu ein. So, jetzt bin ich bei Heidesand. Gas tauschen. So, die Kollegen sind angeschnallt. Sicherheit vorhanden. Ne? Ab nach Hause. Ich ärgere mich immer noch. Gut, es ändert ja nichts, ne? Ob du dich jetzt ärgerst oder in China fällst, sag Reis um. Leute, 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 Leute. Thank you.
Ja, so, während ich mit dem Gas rumgetüdelt habe, hat Jens hier schon kräftig Bretter angeschraubt. Das sieht ja mal geil aus, oder? Das sind ja die Bretter, die wir gehobelt hatten, die auch von da hinten von dem Schuppen, den wir weggerissen haben, stammen. Das ist schon echt geil. Das sieht richtig geil aus. Mega. Oder, Schweini? Ja. Passt. Na, wie findest du eine neue Bude? Naja, noch nicht ganz fertig. Immer dabei. Hier kriegen sie jetzt ihren Eingang. Das wird noch ein bisschen kleiner gemacht. Aber ich denke mal, das kann man schon so lassen. Aua. Aua. Ja. Findest du gut? Und du? Keine Regung. Naja. So, das war's. Mehr geht da nicht raus. Dann bringen wir den Güllewagen wieder zu den Nachbarn. Denn die haben Gras gemäht. Ich denke, dass sie den Ende der Woche als Transportwagen zum Güllefahren fürs Grünland brauchen. Da komme ich, glaube ich, nicht vorbei. Muss man eben außen rum. Oder komme ich da vorbei? Nee. Da steht die Spritze an der Kippe. Jo, also, Güllewagen wegbringen. So, muss man mal einen Moment laufen lassen. Eine Regeneration des Lufttrockners ist notwendig. Jo, fertig ausgekoffert. Montag wird wohl Mineralgemisch kommen. Mineral einbauen und danach kurz erst ein anderes Projekt und danach kommen dann hier die Steine rein. Das ist der Plan. Jo. Das sieht doch gut aus. Na komm her. Bitte schön. Ja, entspannt euch. So, Projekt Saustall abgeschlossen. Ich denke mal, das ist so okay. Hier kommt im Winter noch mal so ein Vlies runter oder irgendwas, dass das nicht so reinweht. In dem EBC sind sie doch sehr geschützt. Da pennen die auch immer drin. Das ist immer ganz schön. Hier durch die Wegen. Ja. Wie sieht das denn so aus? Ja, das von dem alten Schweinestall. Die Bretter, die hatten wir ja gehobelt. Die kamen auch da hinterm Schweinestall, wo die Kartoffeln immer lagen, da bei der Durchfahrt. Die sind jetzt auch alle aufgebraucht. Da ist nichts mehr von über. Aber alles wieder verwertet. Außer ein paar Nägel, die mal bezahlt worden sind. Ansonsten gefällt mir gut. Gefällt dir auch? Ja, ne? Ja. Das gefällt dir auch, ne?
Jetzt hast du ja nicht deine Ruhe. Gestern, gestern waren die schon völlig genervt irgendwie, weil ich den ganzen Tag hier in der Gänge war. Und immer wieder kamen die angedackelt und wollten rein. Die wollten wohl Mittagsschlaf halten. Die sind hier schon fast stehen eingeschlafen. Aber naja, nützt alles nichts. Muss man mit durch als Bauherr, ne? Ist so, ne? Ja. Okay, gucken. Na, Kollegas, oh, ich habe heute die Kamera, glaube ich, noch nicht angehabt. Wir haben heute Donnerstag, den 6. Juni. Aber ich vermute, Jens hat schon was aufgenommen. Es ist ja schon nachmittags. Wir haben diesen feinen Scheißzaun haben wir da weggenommen. Deshalb können die Gänse jetzt laufen, wo sie wollen. Weil die sich da immer wieder drin verfangen haben. Das ist totaler Müll. Der ist jetzt weg aus Sicherheitsgründen, nicht dass sie sich noch was antun. Und gestern haben sie es noch nicht geschnallt und seit heute haben die Gänse verstanden, dass sie rauslaufen können. Ja. Und jetzt sind sie hier gerade bei den Alpakas zu Besuch. Ach, bei den Eseln waren sie auch schon. So. Ja, in der Theorie gibt es ein kleines Update bezüglich unser Bauvorhaben, aber dazu kommen wir ein anderes Mal. Ich will jetzt erstmal warten, dass alles soweit so ist, wie ich mir das vorstelle. Ja, und ansonsten sind wir jetzt noch ein bisschen am Vorbereiten, weil wir morgen Nachmittag losfahren zu Thomas, Hof Baslund, Hoffest, ohne 150 Euro Eintritt. Glaube ich, wird richtig lustig. Ich freue mich drauf. Axel und Kati wollen eigentlich kommen, Schnacki, wenn er nicht Gras fahren muss, das wusste er noch nicht. Lukas kommt, Kuxland, Howie kommt, der hat die weiteste Anreise, würde ich mal sagen, 1000 Kilometer. Der wird auch durchballern. Der Plan war ursprünglich ein anderer. Wir wollten eigentlich, mit der Sonne, ne? Wir wollten eigentlich morgen Abend hier grillen. Howie wollte kommen und Kuxi wollten kommen. Hatten wir gedacht, können wir hier schön grillen, Bierchen trinken und nächsten Morgen losfahren. Das haut jetzt aber, haut nicht hin. Es wäre unklug, weil der Elbtunnel gesperrt wird ab Freitag 22 Uhr. Und da haben wir jetzt umgeplant, dass wir vor 22 Uhr durch den Elbtunnel durch wollen und somit dann zwei Nächte bei Thomas übernachten. Ja, das ist der Plan. So, und jetzt erstmal Rest füttern und wie gesagt vorbereiten fürs Wochenende, dass das Füttern hier dann einfach von der Hand geht für unsere Helferin. Jo, so, die sind fertig, die machen auch noch Heu und dann geht's vorne weiter. Geh mal, wo du wohnst jetzt. Geh, wo du wohnst. Psst, Olaf! Telefon. Geh, nur eben zumachen hier. Was brummt da doch? Was brummt da? Wollen wir gucken? Der Bagger brummt. Aber so richtig brummen wird es nächste Woche. Moinsen, Freitag, 7. Juni. Jens kommt gleich. Hier ist der Kaffee zur täglichen Lagebesprechung. Und dann machen wir heute Mittag aber schon Feierabend, weil dann wollen wir Nachmittag los zu Thomas. Und da kommt er Jens schon. Morgen! Ich hab den Kaffee schon gerochen. Ja, das glaube ich. Ich habe mich extra bemüht, den wohlduftend hinzukriegen. Ja, fantastisch. So. Außer planmäßig noch eben schnell zur Heidesand gefahren. Mein Vater wollte morgen noch eine einmal los Krautfäulebehandlung machen. Und da habe ich nochmal eben Schille angeholt, nein, Ersatzprodukt. Mein Gott, wie heißt das Zeug jetzt? Das ist dasselbe, nur heißt nur anders. Terminus. Und noch eine 5 Kilo Gasflasche. Hatte ich nämlich vergessen, beziehungsweise ich hatte eine Flasche für Jens mitgenommen und eine für uns. Und ich habe ja auch gar nicht erzählt, ich wollte ja noch erzählen, wofür. Wir fahren ja heute Nachmittag zu Thomas.
sowas habe ich ja nun mehrfach gesagt. Und da haben wir einen Grill dabei und da brauchen wir Gas für. Naja, und jedenfalls habe ich dann so gedacht, ja, das ist einfach praktischer mit einer kleinen Flasche, 5 Kilo. Haben wir nicht so viel zu schleppen. Ne? Deshalb habe ich eben noch eine 5 Kilo Gasflasche mitgenommen. Und wie gesagt, Flammschutzmittel sind hinten drin. Jetzt geht's nach Hause. Dann haben wir eigentlich vor, Jens ist noch eben mit dem Freischneider außenrum an der Viecherweide. Da kommen die Disteln, dass die eben geköpft werden, also abkommen, bevor die ausblühen. Bevor die in die Blüte kommen und aussamen. Mein Gott, dass das nicht noch mehr werden. Die Meter eben runter. Dann wollen wir, ich hatte 3/4 Zoll Wasserschlauch bestellt, weil wir schaffen das jetzt nicht mehr da. Wir wollen ja eigentlich eine Wasserleitung eingraben, eine PE-Leitung für die Tränken auf der Weide. Das schaffen wir jetzt aber alles nicht mehr. Also ist zumindest nicht abzusehen, dass wir das schaffen. Und deshalb habe ich jetzt günstigen Schlauch bestellt, 3/4 Zoll, 100 Meter. Der kam gestern. So, und den werden wir auf dem Weg entlang, ja, ich weiß, dass ein Zebrastreifen ist, ich halt doch, auf dem Weg entlang langlegen, dass wir da eine Selbsttränke bei den Ziegen reinkriegen. Wir haben noch eine von den Kühen liegen, ich weiß nicht, ob die noch hinhaut, dann müssen wir dann mal auseinandernehmen und gucken. Notfalls kann man aber auch damit dann die Tränke voll machen, dann ist das auf jeden Fall nicht mehr dieses Geeiere mit dem IBC immer. Können den Schlauch dann einmal trennen an den Ponyweiden, dann können wir nämlich die Tränken auch immer damit volllaufen lassen und langfristig, wie gesagt, dann nochmal PE-Leitung einbauen und auf jede Weide so eine Schwimmertränke und dann ist das auch, dann muss man das zwar noch kontrollieren, aber man muss nicht mehr mit dem Weidemann und IBC losfahren. Das hatten wir letztes Jahr schon vor, dieses Jahr wird es jetzt wieder nichts, aber auf jeden Fall wird die Arbeit jetzt ein bisschen einfacher und schneller, wenn wir diesen blöden Schlauch verlegt haben. Ja, das steht an. Und dann wollten wir auch bei den Eseln noch eben die Hecken aus dem Zelt ausbauen. Die brauchen wir nämlich. Warum und weswegen erzähle ich auch noch später oder Montag oder keine Ahnung. Ja, und dann ist aber auch schon langsam, ja, jetzt ist schon 8:30. Ich muss kurz nach 9 irgendwann, glaube ich, los zur Physio. Also im Grunde ist der Tag schon gelaufen, bevor er angefangen hat. Wenigstens haben wir unser Besprechungskaffee geschafft heute Morgen. Also bis gleich. Die ersten Kartoffeln, die sind jetzt quasi fast voll in der Blüte. Also da geht's richtig ab. Jo, das waren ja die letzten, fast letzten Kartoffeln, die wir gepflanzt haben. Die stehen jetzt hier auch in Reihe. Ich habe da den kleinen Wagen hinter. Ich habe eben Holz weggefahren. Abfallholz, das wird auch zu Hackschnitzel verarbeitet. Der hat da so eine Anlage oder kriegt eine Anlage. Die kommt da manchmal. Ich weiß es nicht. Das mit Magneten arbeitet und dementsprechend das Metall daraus fischt, also die Nägel und sowas. Jo, so, jetzt auf dem Rückweg. Es ist schon wieder 11.30 Uhr. Also heute passiert nicht mehr ganz viel außer Vorbereiten für unseren Ausflug zu Thomas. Ja, mal gucken, wie weit Jens gekommen ist. Und dann geht das damit einfach Montag weiter und fertig. Ist so, Jens kommt ja auch mit zu Thomas. Ach, das wird lustig. Ich freue mich. Oh, Ruhe da hinten. Fontane, Pommeskartoffeln. Die stehen gut. Die Seite steht auch ganz gut. Da hinten ist totale Scheiße. Habe ich eben so schnell die Kamera nicht angekriegt. Da ist totale Kacke. Aber wie gesagt, AKF steht ja noch an. Dann zeige ich euch das. Hier das eine kleine Loch, die 10 Meter, wo wir durchgezogen haben. Wer sich erinnert, Niada. Das war aber auch zu erwarten, ne? Jo, ist wie es ist. So, da stecke Kartoffeln, die sehen so vom Weiten auch ganz gut aus. Zwischendurch auch ein paar Fehlstellen, wie dieses Jahr sehr häufig zu sehen. Aber im Großen und Ganzen, ja, sind das nicht unsere schlechtesten Kartoffeln. Na? Na? Wie ist die Lage hier? Ach. Hoffnungslos. Nö. Ready. Ah. Taucht der Schlauch denn was, den ich so billig gekauft habe? So, grün, ne? Ja, grün. Ja, grün ist. Leuchtend grün. Ja, politisch jetzt nicht so korrekt, aber. Ja. Das hast du gesagt. So. Jetzt können wir mal Saft drauf geben. Pumpe anmachen. Ja, lauf ich mal eben hin. Basel und Mais. Basel und New Holland. Ich glaube, wir sind fast richtig, oder? Oder, Jens?
Fast ja. Ich glaube, wir sind fast richtig. Ja, ich weiß jetzt auch, wo wir lang sollen. Ja. Wir sollen da lang, okay. Und dann da, ja. Und dann da. Ah, okay. Verstehst ja. du? Ja, ich verstehe. Du fährst vor. Alles klar. Ja, ja, kann ich machen. Da ist Jimmy mit seinem Howie. Howie mit seinem Jimny. Wir sind quasi mit wahnsinniger Geschwindigkeit gegen Norden gefahren. Und innerhalb weniger Stunden sind wir schon hier. Ein Träumchen, ein Sehr Träumchen. Entspannt. Ah, jetzt habe ich gerade versucht, meine Zigarette zu verstecken, aber man sieht das hier im Spiegelbild, dass ich gerade eine rauche. Nee, nee. Ah, ich habe gerade eine geraucht. Dachzelt hier, piekfeine Sache. Aber wir gucken da rein, wenn er drin liegt, ne? Jetzt ist es langweilig. Prost, Howie. Prost. Prost. Bin gleich soweit. Taritrara, die Schnackis sind da. Da sind die Schnackis. Schnick, schnack, schnuck. Oha, steht da sogar dran. Da steht sogar dran, oha. Oha. Oha! Oha, AKA. Nahkennzeichen, wie geil! 30 Jahre plus! Nice! Wie weit müssen wir denn? Wie, so weit wie du willst! Du musst ja morgen schnell wieder wegkommen! Du kannst auch da stehen bleiben! Kommt keiner mehr? Nee. Hi, na? Schön dich zu sehen. Long time no see. Herzlich Axel. Willkommen im echten Norden. Ja, läuft. Nein. So, verrate ich jetzt was, was noch nicht verraten wird? Dann mache ich aus. Guck mal, hier kannst du raufdrücken. Und dann zeigt er dir auch noch an, wie viel Strom du verbraucht ja. hast. Und boah, die wird bei mir ja auch noch. Das wird ja. Also die geht noch ein Ende weiter, ne? Geil. Moin. Moin. Thomas Melkstand. Muss man mal fragen, wie früh ich aufstehen muss. Zum Melken. Aber erstmal sparen wir hier schön Flens, wie sich das gehört. Das ist ja auch nicht weg, weit weg von hier, ne? Und dann. Also. Unfassbar. Pulled Pork. Nein, Pulled Rind. Die Burger, ein Traum. Ein Traum, ich sag's euch. Wahrscheinlich habe ich auch noch. Was im Bad, ich dreh lieber so rum. So, schön Treibewagen. Herrlich. Und das Wetter spielt auch mit. Ich bin gespannt, wie es morgen wird, ob das Wetter da auch mitspielt. Ich drücke auf jeden Fall hier allen den Daumen, dass das so ist wie heute. Das ist echt piekfein. Samstag, 8. Juni. Das Camp pennt noch. Keiner wach. Aber hier im Stall ist schon Action. Aber das auch schon ein bisschen länger. Jetzt ist das, ich glaube, kurz vor 7 oder so. Aber ich wollte mal gucken, ne? Wollte ja mal gucken. Da wird gemolken. Da wird gemolken. Moin. Sehr schön. Jo, so. Mal einen Kaffee kochen, Kaffee trinken. Thomas hat gesagt, 8:30 ist Frühstück, lass noch ein bisschen hin. Einen Kaffee will ich mal eben haben. Moin! Moin! Seid ihr schon drüben, Megan? Nee, läuft noch. Läuft noch. Kannst gerne gleich reingucken, du bist. Einmal rein spekulieren. Das macht man. Ja. Junior fährt, Chef Safi und dann läuft der Laden, ne? Ja, so ist das. Auf viel Anweis brauche ich nicht. Nee, das glaube ich. Nikolai ist schon ganz schön fit dabei, ne? Ja. Das ist schön. Oh, Melken ist glaube ich gleich durch, wie das aussieht. Und da hinten, das müsste eigentlich der Arne sein mit dem Futtermischwagen. Boah. Wollen wir mal kurz gucken, ja, ne? Ich habe ja lange kein Futter und schon gar kein Kuh-Content mehr gehabt. Da müssen wir ja noch mal spekulieren gehen. Die Hüpfburg. Da zieht er schon wieder von dannen. Nee, Grassilage kommt noch, ne? Oh, da gehen wir mal ran.
wünsche uns für alle Beteiligten, dass das mit dem Regen aufhört. Ich habe auch mein Dröhnchen mit, aber das sieht jetzt nicht so aus, als könnte ich noch fliegen. Schade. So. Jetzt nochmal. Boah. Erschöpft, wie man sieht, ne? Und ja, wir sind tatsächlich auch mit einem Womo hier. Was es damit auf sich hat, erzähle ich ein anderes Mal. So, da hinten leuchtet Thomas, der hat gerade die Brötchen reingeschleppt, glaube ich. Und wir trinken nochmal eben einen Tass Kaffee. Ich gehe lieber da lang. Ina hat einen Kaffee gekocht. Und schon wird's Wetter besser. Ja. So, Parkplatz noch abgehackt. Das wird ein bisschen feucht, das Ganze. Mal zur Seite. So, hier kannst du stehen bleiben, gucken. Bist du scharf? Ich bin tierisch scharf. Dann guck mal hier. Moin. Hast du Brot? Ist denn auch gleich Schleswig-Holstein-Lied hier, oder? Okay. Mit Trompete. Mit Trompete. Hier jetzt seine Trompete. Fanfare. Fanfare. Jetzt kommst du in die ersten Runde. Schleswig-Holstein, Bier und Schlumpf, ne? Nicht zu übersehen, würde ich sagen. Nee, ne? Ja, top. Was war Sinn der Übung? Wo sind denn deine Parkplatzschilder? So, die Schnackis müssen schon wieder abreißen. Axel muss Ladewagen fahren, ne? Ja, wir müssen leider schon wieder los. Ja. Strom abklemmen. Jetzt hat er sich richtig die Batterie abgeklemmt. Ja, haben sie gut gewaschen. Sieht gut aus. Nee. Willst du auch noch mal Hallo sagen? Nee, jetzt will er nicht mehr. Was? Das ist ein Camper, oder? Ja. Also das wäre einer. Mit Sonnendeck quasi. Schon ein bisschen geil. Jo, das machen wir. Geil. Geil. Kann man mitarbeiten. Das ist doch was Feines hier. Fein. Wenn jetzt die Sonne noch scheinen würde, wäre das ja wohl unser Platz hier. Ja, ne? 100%. Ja. Glas Wasser und dann ist alles gut. Schön. Schön, schön. Howie! Howie! Ja, das ist heute aber eher Wacken. Wann gibt es die Rundfahrt? Weiß ich nicht, setz dich mal ins Steuer, da ist die Tür. Arne, so viel Publikum hast du sonst auch nicht, ne? Nee. Zumindest nicht live. Ist anstrengend, aber man könnte sich dran gewöhnen. Die haben sogar einen Campingplatz hier. Tatsächlich. Was für ein geiler Camper das ist. Wen gehört der denn? Der ist cool. Mir gefällt er. Ja, mir gefällt er auch. Müssen wir machen. Wollen wir gleich mal einbrechen, ne? Können wir gleich mal, müssen wir mal spekulieren, wa? Machen wir gut, dass wir sowas nicht mehr brauchen, ne? Richtig. Na ja, gut, wir füttern mit der Hand. Ob das besser ist, weiß ich nicht.
Für die paar Esel wäre so ein großes Gerät, glaube ich, auch nicht so gut. Nee, das stimmt. Ja. Video angucken. Es ist 13.20 Uhr. Thomas, bist du zufrieden bisher? Sehr. Das ist schön. Außerordentlich. Es ist auch sehr gut besucht, ne? Es ist heftig, ja. Ja, es ist echt geil. Also vorhin, der Parkplatz war ja ganz voll. Da haben die ja schon auf der Siloplatte geparkt, ne? Ja, die Jungs haben jetzt irgendwie nochmal den Parkplatz erweitert, glaube ich. Ich weiß gar nicht. Ja, er fuhr hier vorhin ja noch mit Hackschnitzel wieder lang. Ja, genau. Ja, richtig geil. Wirklich schön. Und das Wetter hält sich bis jetzt. Toi, toi, toi. Richtig gut. Das soll auch ungefähr bis Kaffeezeit, glaube ich, so bleiben jetzt. Ja, bis Kaffee, dann ist ja sowieso so langsam Zapfenstreich, ne? Ja, richtig. Ja, sehr schön. So frühzeitiges Fazit, Blau kann auch melken, ne? Blau kann super melken. Also ich meine, die Kuh ist jetzt wirklich eine Pflegeleichte, die hat ein gleichmäßiges, ordentliches Euter. Aber wir haben eben auch ältere Kühe mit tieferen Eutern und so setzt er die auch quer an, ne? Ja, ja. Das geht. Wir haben auch so Kühe übernommen aus Betrieben, die mit Rot gemolken haben und die Jerseys da nicht hinkriegen. Süß. Haha, nicht erwischt. Sind jetzt alles Pferde von dir auch? Was sind ja. Okay. Guck mal, locker flockig, elegant angekauft. Bölle, bölle, bölle. So, da sind sie nun der Grund, warum ich mit Landwirtschaft anfange. Ja, eher nur wieder. Auf der anderen Seite des Zauns ist das Gras immer grüner. Natürlich. Überall das gleiche Spiel. Zumindest irgendeiner, der sich freut, wenn der Chef. Ja, die freuen sich ja auf jeden Fall alle hier. Ja, die Hühner haben jetzt gemerkt, dass der Chef doch nichts mit hat. Ja. Und dann geht es schnell wieder unters Dach, ne? Schifft ja auch. So, Arne fährt weiter füttern. Wir haben gerade Frühstück bekommen. An dieser Stelle nochmal ganz dickes Dankeschön an alle von Team Hof Baslund. Das war richtig, richtig schön bei euch. Und wir sehen zu, dass wir jetzt nach Hause kommen. Durch den gesperrten Elbtunnel geht es nicht. Also mal schauen, wie die Fahrt wird. Jo, sehr, sehr schön. Hat richtig, richtig Spaß gemacht. Und ein sehr beeindruckender Betrieb noch hinzu. Das muss man auch sagen. Jo, moinsen, Sonntag, 9. Juni, 18 Uhr, wir sind wieder zu Hause an der Burg, Viecher alle gefüttert, an dieser Stelle liebe Grüße an mir, danke fürs Füttern während der letzten zwei Tage, als wir los waren. Das hier haben wir uns glaube ich noch nicht zusammen geguckt, ne? Weiß ich jetzt nicht. Also das ist der Schacht, ist soweit fertig, auf Höhe gebracht mit dem Gullideckel. Die Regenleitungen liegen alle. Der neue Einlauf von der Mistplatte ist auch fertig, sodass wir dann nur noch das Wasser, was tatsächlich auch weg muss, von der Mistplatte in den Sammelschacht reinbekommen. Und der Rest ist Regenwasser. Wir können aber nach wie vor die Gullis, die hier auf dem Hof sind, im Bereich der alten Siloplatte umstecken. Aber das ist ja nun nicht mehr notwendig. Jo, das dazu. Morgen soll planmäßig eigentlich morgen und Dienstag Mineralgemisch eingebaut werden. Ich hoffe, das haut so alles hin. Die LKW, die das Mineralgemisch bringen, die nehmen dann auch gleich den Bums mit. Weil da kannst du nirgends, kannst auch nicht auf dem Acker fahren. Also das ist alles Mist, das muss entsorgt werden. Und die alten Pflastersteine, die da hinten aufgestapelt sind, das kommt dann alles weg, dass die Haufen weg sind. Jo. Punkt. So. Und dann müssen wir nächste Woche ein bisschen den Hof schier machen. Wir haben ja von der Feldrundfahrt hier eine Feldrundfahrt von der Landberatung Rotenburg. Noch ein bisschen klar Schiff machen. Das ist ja so geplant, dass die Busse dann hier rauffahren, die Leute parken beim Nachbarn, kommen zu Fuß hierher, hier in die Busse einsteigen. Rundfahrt mit diversen Stationen, Besichtigungen und im Anschluss mit den Bussen hier wieder her. Dann dürfen sie alle aussteigen und dann gibt es in der Kartoffelhalle Speis und Trank. Das ist der Plan und deshalb müssen wir da
ab morgen hier bei und dann nochmal einen ganzen Teil Kisten aus der Halle rausfahren. Wir können ja nochmal hingucken. Einen ganzen Teil Kisten aus der Halle rausfahren. Weil da dann in dem Bereich des Kistenlagers sollen Bänke und Tische hin. Und in der vorderen, im vorderen Bereich hier, wo die Grimme-Maschine steht, da soll das Buffet hin. Und die Theke in, an der Holzwand. Das ist so der Plan. So, und da müssen wir halt noch ein bisschen was vorbereiten. Das ist auch noch nicht mal ganz ohne. Habe ich so gerade so ein bisschen das Gefühl. Ich bin auch noch ein bisschen müde, muss ich sagen. Es war, die Rückfahrt war doch ganz schön anstrengend. Also rund um Hamburg aufgrund der Sperrung des Elbtunnels. Ja, da, die ganzen Kisten müssen raus. Seht ihr jetzt nicht, aber da stehen ganz viele Kisten, die müssen raus. So, der Mitsubishi wird wahrscheinlich übernächste Woche abgeholt. Erst irgendwie muss der Tieflader, mit dem er den holen will, der muss noch getüft werden. Aber das ist auch nicht weiter schlimm, frisst ja kein Brot. So, was wollte ich sagen? Teufel. Ach, wo war ich stehen geblieben? Habe ich verdrängt. Rückfahrt Hamburg. Elbtunnel gesperrt und dann dementsprechend Umleitung. Und wir hatten erst kurz überlegt, ob wir vielleicht die Fähre nehmen für Scharfenglückstadt. Aber da war auch so extreme Wartezeit angesagt. Ja, dann haben wir uns entschieden, die Umleitung zu nehmen. Aber da war dann auch Megastau. Dann sind wir durch Hamburg durchgezirkelt. Das ging, glaube ich, ja, weiß ich nicht, etwas schneller, weiß ich nicht. Aber wir waren jetzt ganz schön lange unterwegs. Wir sind da, ich habe nicht so auf Uhr geguckt beim Start, aber das müsste so viel nach 9. 20 nach 9 gewesen sein, wo wir losgefahren sind. Und wann waren wir zurück? Wann waren wir denn zurück? 15:30 oder so. Dann sind wir, haben wir noch eben das Nötigste ausgepackt, Kühlschrank ausgeräumt, damit das aus kann. Und dann haben wir, sind wir zur Wahl gewesen, haben noch eben gewählt. Ja, und danach haben wir die Tiere versorgt. Und danach ist jetzt. Jetzt, jetzt. Und jetzt, jetzt machen wir Feierabend. Und dann sehen wir uns morgen in gewohnter Frische wieder, ne? Also bis morgen. Mann, da kann man nur wirklich dran vorbeifahren, so einen Quatsch da anzuhalten, ey. Wenn man sonst nichts zu tun hat. Montag, 10. Juni, 9.16 Uhr. Herrschaften! Oh, und der Akku ist auch gleich alle. Kein Kabel mit. Scheiße. Autowagen, wie man sonst schwer erkennen kann. Ich bin auf dem Weg zum Jan, denn wir haben ganz was Feines neu. Inhalt ist derselbe, außenrum, und da will ich jetzt schon mal eben was zu erzählen. Ich kann es jetzt nicht zeigen, weil ich habe es ja noch nicht. Ihr kennt unseren Ketchup und viele von euch lieben unseren Ketchup. Ich auch, besonders den scharfen Bauern. Der Ketchup, die Rezeptur, die lassen wir wie sie ist, bei allen drei Sorten. Die hatten wir uns ja mal irgendwann erdacht, Jan und ich, und wir sind da nach wie vor komplett mit zufrieden. Aber die Verpackung wird sich ändern. Und dazu wollte ich ganz kurz was sagen, und ich hoffe, der Akku macht das so lange noch mit. Glasflaschen. So, Glasflaschen wurden im Hofladen auch immer gern gesehen und auch nachgefragt. Und im Hofladen ist das auch ein Problem weniger, Glas zu verkaufen. Aber es gibt trotzdem sehr, sehr viele Probleme mit Glas. Vom Handling her ist klar, ne, wir haben das ja. Wir haben sehr, sehr viel Verpackungsmaterial immer nötig, um die Flaschen einzuwickeln in dieser Luftpolsterfolie, Plastik, ne, also Glas statt Plastik, und dann wickelt man das in Plastik ein, damit das bloß nicht kaputt geht, und Papier. Aber diese ganze Diskussion will ich jetzt gar nicht schon wieder entfachen, weil das hatten wir schon ewig, vor Ewigkeiten schon ein paar Mal. Da ist es jetzt so, dass wir Quetschflaschen bekommen. So, und der Vorteil liegt auf der Hand. Man soll sich wundern, aber für diejenigen, die das ökologisch jetzt scheiße finden, für diejenigen, die das ökologisch scheiße finden, denen sei gesagt, die CO2-Bilanz bei diesen Plastikquetschflaschen ist tatsächlich besser als bei Glas, so, weil Transportkosten, ne? So, ist für uns einfacher zu transportieren, es ist günstiger zu transportieren, und wir haben nicht die Gefahr, was macht denn der da? Die Gefahr des Glasbruchs, die ja nicht nur, ja, oh schade, mein Ketchup ist kaputt und ich schicke einen neuen, das haben wir ja auch immer gemacht. Das ist nicht das größte Problem. Das größte Problem ist, dass Glas im Handling immer schwierig ist und dass
es sehr schwer ist, sicherzustellen, dass keine Mikrosplitter im Glas, in der Flasche, im Ketchup nachher irgendwann aus irgendeinem Grund landen. Es kann immer irgendwo was abplatzen, so, und naja, ihr kennt es. Und wer sich mit Direktvermarktung und Glas und Verpackung aus schon mal beschäftigt hat, der weiß, wovon ich spreche. Naja, long story short, es gibt jetzt Quetschflaschen. 100 ml weniger drin. Dementsprechend auch etwas günstiger dann im Verkauf. Und einfach, wie gesagt, einfacher zu verschicken, schön im Handling. Und für euch als Kunden einfach schöner rauszukriegen. Weil das ist auch immer so eine Sache mit den Glasflaschen. Entweder kommt gar nichts oder es kommt ganz viel rausgeschwappt. Also ich habe dann, wenn wir das essen, habe ich immer so einen Löffel mit so einem langen Stiel damit dabei gepackt, damit das dann auch mal in den Mengen rauskommt, wie man das haben möchte. Jo, also das nur als Info für euch. Es gibt ab, ich weiß es nicht, wann ich es schaffe. Ich muss noch Produktfotos machen und muss das alles im Online-Shop ändern. Ich hoffe, ich schaffe das bis zu dem Zeitpunkt, wo dieses Video online geht, dass das dann schon im Shop drin ist. So, Jens ist zu Hause in Gang. Wir hatten ja irgendwann mal so ein Gitter-Dingsbums im Garten gebaut. Also so eine, das sieht aus wie eine Voliere. Und jetzt wird es auch quasi als Voliere benutzt für Hühner. Wir haben unsere Hühner, diese Junghennen, die sind jetzt gerade so, dass sie raus müssen. Hatten aber irgendein scheiß Arschloch bei uns im Stall. Und der hat irgendwie drei Hühner geköpft. Ich tippe auf Marder, aber ja, man weiß es nicht. Und deshalb sollen die jetzt, wir haben die nachts eingesperrt, das war tagsüber. Die Türen waren zu, das kannst du dir nicht ausdenken. Auf jeden Fall kommen die jetzt aus dem Stall raus, die sind groß genug, die brauchen keine Wärme mehr und die kommen jetzt in diese Voliere rein. Da ist Jens gerade eben bei, noch ein bisschen Brennnesseln beseitigen, das ist ein bisschen arg zugewuchert. Dann kommen die jungen Hennen jetzt erstmal da rein, die sind jetzt so groß, ich zeige euch die, wenn ich da bin. Vielleicht hat Jens aber auch schon gefilmt, keine Ahnung. Und dann sollen die später halt hinten mit, entweder auf die Weide oder wir bauen im Garten noch was, da sind wir uns noch nicht ganz schlüssig. Ina hätte das gerne im Garten gebaut. Ich weiß nur nicht, ob wir das jetzt irgendwie noch zwischen Tür und Angel fertig kriegen. Keine Ahnung. Dann ist spätestens morgen müssen wir den Frontlader vom 718 abnehmen am 724 ran. Den 724 hat er mir aber noch verliehen an Nachbarn. Die haben gestern Gras gehäckselt. Der hatte angerufen, da waren wir noch auf dem Rückweg, ob er wohl einen Schlepper haben könnte. Die waren zu knapp. Ich sage, kein Problem. Da weiß ich jetzt nicht, ich glaube, die sind fertig. Wenn der zurück ist, machen wir dann, ich denke mal bei morgen früh, machen wir da den Frontlader ran, den Cargo. Dann den 718 einmal eben überwaschen. Dann geht der morgen Abend zur Werkstatt, weil die am Mittwoch da den 4000 Stunden Kundendienst machen. Und da haben ja jetzt auch schon einige nachgefragt in den Kommentaren unter dem vorletzten Video mit dem Schlegler. Ja, womit willst du den fahren? Du hast ja gar keine Pflegereifen. Stimmt. Gut aufgepasst und ohne Pflegereifen kannst du halt nicht in den Kartoffeln fahren mit dem Schlegler, auch richtig. Ich hatte nach einem gebrauchten Radsatz geguckt, ich hatte nur einen gefunden, der passig ist und dann hatte ich mir einen neuen Radsatz anbieten lassen und da war nicht ernsthaft viel zwischen Daumen und Zeigefinger und deshalb habe ich einen neuen Radsatz bestellt und der ist mittlerweile da. Der ist aber nicht für den 716, wie manche vermutet haben, sondern, also es wird, oh Mann, jetzt klingelt das Telefon, bis gleich. Oh, Informationen nachfragen, die schon dreimal mitgeteilt wurden. Jens eben angerufen, der soll da mal eben nachgucken. Also, jetzt habe ich total den Faden verloren. Verdammte Scheiße, ey. Weiß nicht mehr, wo ich stehen geblieben war. Fuck. Hühner war klar. Schlepper waren wir angekommen. Pflegerad. Also, und deshalb neue Pflegeräder. So, und die habe ich aber nicht für einen 716 bestellt, was auf den ersten Blick sinnig gewesen wäre. Und jetzt für die nächsten 2-3 Jahre auch sinnig gewesen wäre, aber für die gesamte Zukunft nicht, weil irgendwann ist der 716 halt auffällig. Ist nicht absehbar, nein, ich kaufe jetzt keinen neuen Schlepper, aber irgendwann, das ist der nächste Schlepper, der irgendwann mal umgesetzt wird. So, und der Pflegeradsatz hätte halt entweder am 716 gepasst oder am 718 und 724. Deshalb habe ich mich dafür entschieden. So, jetzt kommen die Pflegeräder direkt auf den 718 rauf, weil da sind die Vorderreifen eh glatze. Die sind auch schon da, die hatte ich zwei neue Pellen bestellt. Die werden dann aufgezogen und dann holen wir den Radsatz da ab, lagern das bei uns ein und dann
bleiben die, bleibt der Pflegeradsatz erstmal auf dem 718 drauf, weil Vater dann da auch gerne mit dem Pflanzenschutz mit los wollte. Es kommt natürlich jetzt darauf an, wie viel. Wir haben ja immer noch den 716 mit breiteren Reifen. Sollte es zu nass werden, dann kommt die Spritze wieder hinter den 716. So sind wir sehr flexibel. Und wir können, wenn das dann im August losgeht, direkt mit dem Schlegel los. Ne? So, und in dem Moment, wo wir dann nicht mehr schlegeln müssen, Ende September, schätze ich mal, bevor das mit den Stärke richtig abgeht, mit Einlagern und so, tauschen wir den Radsatz wieder um. Dann kommen wieder die dickeren Puschen auf den 718 und dann haben wir was zum Ziehen. Das ist der Plan. Dazu wollen wir noch einen Kugelkopf organisieren für den 718. Ja. Ja, Punkt. So. Den Rest habe ich vergessen. Bis gleich. Tag, Post. Eingeladen habe ich. Mal gucken, ob Jan noch im Büro ist, ob ich ihn finde, ob er kurz Zeit hat für ein kleines Schwätzchen und dann fahren wir wieder nach Hause. Oh, guck mal, noch ein bisschen Akku da. Gab sogar einen Kaffee. Dankeschön, Jan. Und die neuen Flaschen sind richtig geil. Zeige ich euch, wenn wir zu Hause sind oder morgen oder keine Ahnung. Auspacken muss ich eh, ich muss neue Produktfotos her machen, weil es ja jetzt ganz anders. Dem Zuge könnte ich eigentlich unsere Gewürzstreuer auch mal neu fotografieren, weil die sind auch anders. Wobei sich da demnächst auch noch mal irgendwann die Verpackungsform ändern wird. Oh Gott, noch mal wieder. Egal. Der Inhalt bleibt wie gewohnt. Das hatte ich auch schon gesagt. Ne? Aber die Flaschen sind echt geil. Freue mich drauf. Auf nach Hause. Energie. Ja, wir hatten ja letzte Woche hier noch Schlauch gelegt. Mit einzelnen Zapfstellen, dass wir dann auch vernünftig Wasser kriegen, mal hier hinten und nicht immer mit dem IBC arbeiten müssen. Jetzt habe ich hier bei den grünen Schafen nochmal die Wanne, die hatten wir noch liegen. Die habe ich mal angeschlossen, funktioniert. Dann ist da also auch immer frisches Wasser. Dann müssen wir zwar hinlaufen, aber den Weg werden sie finden. Da sind da sehr, sehr neugierig, die Tiere. Dann können wir das mit dem IBC auch noch sparen. Geht durch die Gegend zu flitzen und irgendwas zu bessern oder so. Da kommt noch ein Abzweiger hin, dass man dann von da aus noch mal rüberkommt. Und dann kann da bei dem Alpaka auch die Wasserwanne da stehen und dann kann man den Schlauch einmal rüberlegen und da volllaufen lassen. Und dann haben wir die ganze Weide eigentlich mit Wasser abgedeckt erstmal. Also zumindest für den Sommer. Im Winter ist das natürlich schwierig, ne? Aber dann kann man auch mal hier für die Kängurus, die hocken da hinten, die sind ja auch immer sehr scheu. Auch mal ein bisschen Wasser abnehmen. Das läuft. Ja, da wird gerade die alten Pflastersteine aufgeladen. Die gehen zur Entsorgung von dem Zufahrtsweg, der gemacht wird jetzt. Muss ja auch alles weg. Das hier auch ganz gut. Gänsescheu. Nee, die wollen auch nicht so richtig. Eigentlich haben die ja da ihre Weide, aber lass sie laufen. Haben sie was zu tun, können sie ein bisschen rumgucken. Also, ich habe nicht nur einen neuen Akku in der Kamera, ich habe auch die Ketchups tatsächlich schon online gestellt. Ich habe gedacht, jetzt schaffe ich das noch eben vor Mittag, gleich ist nämlich Mittag. So sehen sie aus. Hier haben wir fruchtigen Ketchup, also ihr kennt die Sorten ja, ne? Curry-Ketchup. Süß-sauer.
und Schafer Bauer. 425, also sind 75 Milliliter weniger drin, ist aber auch eine ganze Ecke günstiger, ist im Shop. Link zum Shop ist in der Videobeschreibung. Ich habe im Moment jetzt auch gerade einen Rabatt eingestellt. Sommer 24 zusammengeschrieben. 15% Rabatt gibt es auf alles. Auf alles. Ich habe so überlegt, wir haben ja lange keinen mehr gemacht und vielleicht auch als Einführung für den Ketchup, aber ihr könnt auch egal was bestellen. 15% hauen wir raus. Bis zum 1.7. Also anschließend 30.6. Ganz kurz zu den Flaschen. Also es sind Standard-Ketchup-Flasche jetzt richtig piekfein, hatte ich ja erzählt, zum Quetschen. Und die sind aber, man muss das aufdrehen, die sind versiegelt. Ne? Also Siegel abmachen, aber ihr kennt ja solche Flaschen. Aber geil. Und ich habe mir erstmal von jedem einen rausgenommen. Die kommen nämlich jetzt bei uns im Kühlschrank. So, und ich gehe Mittagessen. Jo, liebe Leute, das ist nicht das erste Mal, dass bei uns ein Schuppen umzieht, aber hoffentlich das letzte Mal. Jens guckt und zeigt. Fördern ist auf der anderen Seite mit dem Stapler. Ja. Und wir hoffen, dass das Ding heil bleibt. Moinsen. Dienstag, 11. Juni. Es hat richtig geschifft. Also zumindest gefühlt. Ich habe noch nicht in den Regenmesser reingeguckt, aber gestern Nachmittag irgendwann angefangen und dann zwischendurch auch echt mal relativ starker Regen und bis eben gerade Regen und heute glaube ich noch mal wieder Regen und ja, so nach mal eben in den Regenmesser rein, Liebchen. Bin gespannt. Heute wird der, nee, was ist denn heute? Heute passiert baustellenmäßig glaube ich nicht wirklich viel, außer vielleicht die Wasserleitung. Ach, ich zeige euch das nachher. Wir müssen die Wasserleitung zum ehemaligen Bullenstall, zu dem Stall, den müssen wir neu ziehen. Also ein kleines Stück davon muss neu gelegt werden. Da hat er schon angefangen zu baggern. Da fehlen jetzt noch, weiß ich nicht, 5 Meter, 6 Meter oder so, um die Leitung zu finden und neu zu verbinden. Dann hat Vater gestern schon Kisten aus der Halle rausgefahren, die stehen da hinten. Damit wir genug Platz haben für die Tische und Bänke. Heute Abend das erste Treffen vorbereiten für die Feldrundfahrt, die am Donnerstag stattfindet. Und morgen Abend sollen dann die Tische aufgestellt werden, Toilettenwagen aufgestellt werden, Theke aufgebaut werden und so weiter. Ja, das ist so der Plan. Jetzt haben wir natürlich so ein bisschen das Problem, dass der Rasen schöner wäre, wäre er gemäht, aber mit dem Regen wird es nichts. Donnerstag stand gestern noch im Wetterbericht, soll es trocken bleiben. Vielleicht klappt das dann Donnerstagnachmittag noch eben, mal gucken. Und wenn nicht, dann ist das auch so. Dann muss der Rasen so bleiben, wie er ist. Wir werden sehen. Ja, ansonsten, das habe ich gestern, glaube ich, schon gesagt, ne? Wir wollen heute den Frontlader umbauen. Vom 718 auf 724. Damit der heute Abend zur Werkstatt kann für den 4000er Kundendienst morgen. Jo, und ein paar Pakete packen. Das ist so erstmal das die Pflicht heute und dann überlegen wir uns, was die Kür wird. Da können wir noch mal schnell rangucken. Das habe ich gestern ruhig nicht mehr gezeigt. Da ist Mineralgemisch eingebaut. Kann das dann nächste Woche irgendwie, hoffe ich doch, mit losgehen, mit Steine legen. Da sind sie. Ach ja, richtig, da muss noch Betonkante, die Kante schräg weggeschnitten werden, weil das sonst mit dem Gefälle, mit dem Hugel zu krass wird. Und dann muss ein Teil neu betoniert werden und da muss auch noch Beton rein, damit die Abläufe wieder anständig funktionieren. Jo, aber ansonsten sieht das schon mal anders aus, ne? Das hier kommt dann noch weg, aber erstmal sehr schön. So, jetzt wird es wieder mehr mit dem Regen. Lumpi, komm mal her. Ist da und Jens, ja, das passt ja. Ja, das ist ein Zufall, dass du da bist. Ich habe gerade 2 Kaffee gemacht. Oh, wirklich? Ja. Heute Morgen um 7 waren 14 Liter Regen drin. Krass. Hat ordentlich geschüttelt. Wahnsinn. Und jetzt geht's weiter. Ja. Jetzt ist 8. Ja, mal schauen. So, packen die Bestellungen bis jetzt, sind alle fertig.
Wird gleich abgeholt, gleich zwischen gleich und irgendwann, also heute. Es ist jetzt 10 vor 10, also das hat gut geklappt. Ich habe aber allerdings noch ein Paket hier. Da ist kein Versandlabel drauf. Warum ist da kein Label drauf? Weil die Hausnummer fehlt. Lieber Fabian, wenn du das hier siehst, ich hatte dir gestern auch schon eine Mail geschrieben, dass ich die Hausnummer noch bräuchte. Guck nochmal deine Mails nach und gib mir mal die Hausnummer. Ich kann das nicht losschicken. Also das kommt definitiv zurück, wenn die Hausnummer nicht drauf ist. Denkt da bitte dran. Fabian hatte ja, ich habe ja die E-Mail-Adresse, da habe ich hingeschrieben und auch keine Antwort bekommen. Wenn ihr richtig safe gehen wollt, notfalls schreibt einfach eure Handynummer mit bei der Bestellung auf. Dann kann ich eine SMS oder eine WhatsApp oder was auch immer schicken. In der Hoffnung, dass das dann ein bisschen besser ankommt und auch nicht übersehen wird. Also der Karton muss jetzt leider noch hier bleiben. Er wäre sonst gestern schon mit rausgegangen. Hatte ich gestern schon fertig. Kann ich jetzt nichts machen. So, dann, Moment. Den lege ich so wieder weg. Dann haben wir Post bekommen. Und das wollte ich ja ganz gerne nochmal eben zeigen. Wir haben ja, wir kriegen ja nicht so oft Post. Aber wenn wir was kriegen, dann freuen wir uns natürlich umso mehr. Da vorgelesen werden steht da. Und das will ich jetzt auch mal eben tun. Also, das ist von Renate und Reinhard. Hallo Sven, Jens, Ina und Familie. Ina und Sven. Jens und Ina, mein Gott. Jens und Ina zeige ich das nachher noch. Ich habe das gerade aufgemacht hier, aber damit ihr das schon mal gesehen habt, das ist mir ganz wichtig. Ich habe erst jetzt angefangen, deine Vlogs anzuschauen. Oh, mir gefallen sie sehr gut, Dankeschön. Sie sind informativ, kreativ und sehr unterhaltsam. Das freut uns, das geht runter wie Öl. Für eure Arbeit empfinde ich den größten Respekt, alle Achtung für die Zeit, die ihr euch aufhalst. Irgendwann werden meine Frau und ich euch gerne auf dem Hof besuchen kommen. Vielleicht finden wir dann ja etwas Zeit für ein Gespräch. Logisch. Wenn Zeit ist und ich sehe jemanden, gehe ich auch hin. Am Wochenende waren ja auch wieder, ich weiß nicht, ein paar Leute hier. Sonntag, nachdem wir zurückkamen. Damit du nicht immer deine Handschuhe suchst, habe ich dir welche eingepackt. Es sind genug vorhanden, um auf jeden Schlepper welche zu deponieren. Für ganz kalte Tage ist je ein Paar gefüttert. Die Ü-Eier sind selbstverständlich für deine Kinder. PS, ich habe eine Sauklaue, deshalb der Computer. Viele Grüße von Reinhard und Renate aus Gifhorn. Reinhard und Renate, ganz, ganz lieben Dank. Ich will das nochmal eben so grob zeigen. Hier ist noch ein Zettel drauf für gemütliche Zweisamkeit. Da sind einmal Pralinen, Gummizeug, Schoki. Oh, Absperrband. Das kann ich jetzt gerade zufälligerweise richtig gut brauchen. Das brauchen wir Donnerstag schon. Sehr gut, weil unser reicht auch nicht. Da haben wir hier die Ü-Eier, wo er geschrieben hat, das ist für die Kids. Und dann hier, Moment, diverse Handschuhe. Also richtig, richtig geil. Nochmal ganz, ganz lieben Dank dafür. So, das packe ich zurück, damit Ina und Jens sich das auch noch angucken können. Und dann wird es wegsortiert und aufgeteilt. Jo, draußen ist schon wieder ein bisschen Action, aber dazu später mehr. Ich muss noch mal eben ein paar Sachen im Büro hier abarbeiten, bevor ich rausgehe. Also später. Muss ein neues Erdkabel haben, reinschmeißen und aufklemmen lassen. Haben eben noch mit dem Elektriker telefoniert. Die sagen, das klappt irgendwie bis 14 Uhr. Haben sie das, dann kann Reinhard das wieder zuschieben, damit die Leute da auch laufen können Donnerstag. Das wäre sonst auch ein bisschen problematisch. So, und ich will jetzt mal eben gucken, dass ich den Multikuppler auch noch abkriege und dann kann der Schlepper raus. Ich habe das scheiße gemacht. Ich habe das echt scheiße gemacht. Beim Abbauen ja nicht schlimm, aber das wird nachher schlimm.
den anzubauen. Oh Mann, ey. Naja, irgendwie wird das schon alles. Stuckelt sich alles zurecht. Oh. Söderli. Das war der erste Streik. So, jetzt mache ich die Kabine noch ein bisschen sauber. Ein bisschen aufräumen die Bude. Das Problem ist jetzt auch, dass wir aktuell nicht auf dem Waschplatz raufkommen. Weil da ja der Weg gemacht wird. Also kann ich ihn jetzt leider nicht waschen vor dem Kundenservice. Das ist ein bisschen doof. Naja. Ich kann es jetzt nicht ändern. Ja, Waschplatz ist nicht zu erreichen so. Also Werkzeug runter, einmal aussaugen und dann kann er nachher hin. Da ist der schöne 718. Oh, hier ist ein schöner 27. Mittag. Also ganz liebe Grüße an René Wengelemski. Wenn ich dran denke, verlinke ich euch das Video, wie man Frontlader Cargo an- und abbaut. Ich habe doch noch eben spekuliert, weil besser ist das. Hat alles wunderbar funktioniert. Ab jetzt wissen wir, wie es geht, ne? Ja, eigentlich relativ einfach, wenn man weiß, wie es geht. Wenn man das Video von René gucken kann, ist alles super. Also René, ja, vielen Dank. Weitermachen, geiler Content. So, happy dann, ne? Super. Der raus, der ist Mittag. Ja. Schau mal. Jetzt müssen wir nur noch rausfinden, ob wir die hydraulische Verriegelung betätigt kriegen. Ja, wie das geht. Ja. Schön Steck, alles klar. Kreuzschalthebel wird mit Frontlader-Funktion belegt. Sehr schön. Jawohl, das wollen wir wohl. Ja, letzte Einstellung. So, und jetzt forschen wir uns das hin. Klappe zu. So, ich musste mal ernsthaft eben ein bisschen suchen. Moment. Ernsthaft eben ein bisschen suchen, wie ich jetzt die Hydraulik, die Geräteverriegelung betätigt bekomme. Aber das ist eigentlich auch selbsterklärend. Also gehst, für die, die es interessiert, hier auf Frontlader, dann einmal da entsperren, was logisch ist, und dann in diesem Fall den Knöpf rüber und dann blau. Jetzt zieht er erstmal ran. So, und jetzt macht er auf. Jetzt ist offen. Jetzt könnte ich absetzen. Lass ich los, sperrt das wieder. So, jetzt ist wieder gesperrt. Und dann sperren wir da auch wieder, damit nichts passiert. Und dann ist alles schön. So, vom Arbeiten her muss ich ganz ehrlich sagen, mit dem Joystick hier, Setting 2,
Fan One. Das ist schon geil, weil hier ist auch gleich die Wendeschaltung. Du brauchst den Joystick gar nicht anfassen. Du kannst easy über Fuß TMS, Wendeschaltung, alles auf einem Joystick. Ne? Das ist, glaube ich, ein ziemlich nices Arbeiten. Gar nicht mal so doof. Jo, also, jetzt ist Mittag. Jetzt haben wir es wie spät? 12.18 Uhr. In 10 Minuten noch den Juni aus dem Kindergarten holen, den Kleinsten. Und Vater hat schon mit den Füßen geschart, wann er dann endlich wieder einen Frontlader zum Arbeiten hat. Also kann er nach Mittagspause loslegen. Sehr schön. Ach, einmal von außen nochmal gucken, ne? Handy einstecken. Handschuhe einstecken. Räusper. So. Der 718 soll wohl morgen Abend fertig sein, haben sie eben gesagt. Dann können wir uns den auch noch mal in diesem Video angucken, wie Panne das denn natürlich aussieht auf 1,50 Meter mit 320er Pflegerädern. Ne? Aber dafür sieht das hier schon ganz schön zornig aus. Das gefällt mir. Ein schönen Cargo am 724. Läuft. Schön, dass das passt. Schön, dass wir Frontladeaufnahmen haben. Schön, dass ich das so durchgezogen habe und da nicht gespart habe. Freut mich gerade. Ja, Leute, so kann ich euch nicht helfen. Wir machen das anders. Ich lasse das hier offen. Das kannst du dir nicht ausdenken. Ja, oder geht das zu weit, dass sie sich da wieder nicht rüber trauen? Wie läuft das hier? So. Kannst du dir wieder nicht ausdenken. Als ich losgefahren bin mit dem Golfcar zum Füttern, hat die Sonne geschienen und das war hier in der Jacke zu warm. 5 Minuten später schifft es wieder wie aus Eimern. Was für ein Wetter. Scheiße. Oh, ja, gib Gas mit Fressen, sonst weiche ich das Futter auf. Ich kann es nicht ändern. Oh, Dreck. Und jetzt kriege ich noch einen nassen Arsch, weil der Sitz nass geregnet ist. Uschi! Komm mit! Bleiben wir hier stehen, wa? Ronja, komm weg da!
sagen, Bernd kriegt mit dem Greifer auch eine Bierflasche geöffnet. Das müssen wir eigentlich nochmal ausprobieren, wa? Erschreckend. Also erstmal ist es natürlich auch ein bisschen mit einem tränenden Auge. Ein lachendes Auge und ein tränendes Auge ist das hier gerade. Ich bin mit dem Stall groß geworden. Ne? Aber was erschreckend ist, wie das so die Morsch und Scheiße die ganze Substanz ist. Das ist unglaublich. Das ist echt krass. Das hat sich alles nur noch irgendwie gegenseitig gehalten. Guckt euch die Balken an. Total morsch. Früher oder später wäre das von alleine eine Ruine geworden. Wahnsinn. Die Decke da, alles morsch. Da sind wir immer noch drauf rumgelaufen. Darfst du gar nicht drüber nachdenken. Hier ist der neue Anschluss Wasserleitung gekommen. Das geht zum Bullenstall, damit da weiterhin Wasserversorgung ist. Das ging nämlich vorher hinten aus diesem Stall raus und dann in den Stall rein. Das ist jetzt soweit hier vorbereitet, also ist noch nicht bis hinten hin, aber hier soweit vorbereitet, damit das hier leidlich wieder zu kann, damit man hier Donnerstag, das wird alles ein Spaß, Donnerstag laufen kann. Ja, ist noch ein bisschen Arbeit, ne? Fein sortiert. Da ist noch ein schöner Stahlträger. Der sieht doch noch gut aus, den legen wir uns weg.
Container für Abfallholz kommt. Das haben wir jetzt so abgeschnackt, dass er den morgen früh 8:30 voll wegholt und dann wiederbringt. Aber mit einem Container kommen wir ja nicht aus. Ich hoffe, zwei reichen. Mal sehen, wie er das mit dem Bagger nachgestopft kriegt dann. So, mal gucken. Im Idealfall daneben schieben. Dann kann er mit dem Bagger da direkt reinlöffeln morgen früh. Mittwoch, 12. Juni. Wir haben schon mal ein bisschen hin und her geräumt. Hier ist soweit erstmal klar. Also gefegt ist noch nicht, ne? Wie man sieht. Das muss noch. Wir stellen jetzt hier vors Regal auch nochmal solche Kisten hin, dass das einmal schier eingepackt ist, dass es nicht so wild aussieht. Weil ich kann das Regal nicht ausräumen. Das ist nichts, was wir wegschmeißen können und wollen, sondern das muss dann halt nur ein bisschen schöner aussehen. Da holen wir ein paar Stapelkisten wieder rein, mal 1, 2, 3, 4 Stapel oder so, dann ist das gut. Dann wird hier die Theke aufgebaut, da gehen wir heute Nachmittag bei. Wir fahren um 10 los, holen die drei Anhänger vom Getränkeversorger, ein IBC hinten hin mit Trinkwasser zum Spülen, weil wir hier nur kein Stadtwasser haben. Ja, und dann kommen morgen die Jungs und machen ein bisschen Licht hier. Wir stellen Tisch und Bänke heute alle auf, heute Nachmittag, und dann wird morgen noch ein bisschen geschmückt und dann ist das alles gut. So, das Buffet wollen die hier aufbauen, aber da haben wir nichts mehr zu tun, außer dass ich noch fegen muss. Das war eigentlich ganz gut da vorne. Und dann muss ich mir nur vorne was überlegen an der Baustelle, dass wir das großzügig abgesperrt bekommen, dass da keiner irgendwie stolpert. Licht bauen wir da noch hin für den Weg nach Hause, dass man da nicht stolpert oder irgendwo einfällt, und dann sollte das alles passen. Toilettenwagen kommt dahin, da fährt Jens. Moin Jens! Ja, Punkt. So morgen wieder. Mit den Akkulinern, mit dem Zug hier, die wollte ich erst hinten hinterfahren, aber die nehmen wir jetzt, um den Weg hier abzusperren. Das soll ein bisschen zu. Ja, ich
denke mal, den Plattformwagen noch ein bisschen, dass wir hier ein bisschen Luft haben. Mal sehen, irgendwie kriegen wir das schon. Plattformwagen noch eben irgendwo anders hin. Und der Rest bleibt dann so stehen, ne? Das wäre der Plan. Ich hoffe, dass das jetzt noch mal ein bisschen trocken bleibt. Ich würde wirklich gerne den Rasen noch mähen. Das mache ich, das tut mir in den Augen weh, wie das aussieht hier. Mit dem langen Strip. Wir mähen ja keine vielen großen Flächen, aber das hier vor der Halle, das muss irgendwie schier aussehen. Das mag ich nicht. Mal gucken. Ich hoffe, das klappt noch irgendwie. Kann ein Junior losfahren, wenn es trocken ist. Aber heute soll es auch noch Regen geben. Vielleicht klappt es dann morgen. Jens, ich habe Bohle gemacht. Willst du auch eine? Ja, oh, danke, gerne. Losgefahren, eben das Party-Equipment holen vom Getränkedealer. Ei, hier ist die Straße scheiße. Drei Anhänger, Kühlwagen und zwei Anhänger mit Equipment. Und ich habe hier den größten hinter. Ich glaube, da sind die ganzen Bänke und Tische drauf. Nee, das ist jetzt nicht gesperrt. Das ist nicht euer Ernst, oder? Da ist jetzt nicht gesperrt. Oder wie ist die Sperrung da? Ich habe hier Allrad, aber die anderen nicht. Die haben jetzt nicht die Überfahrt. Da hätten sie wohl vorher ein Warnschild aufstellen müssen oder wie hier dort. Da ist das dicke Ding. Mach mich nicht schwach. Da habe ich jetzt ja Bock drauf, den ganzen Weg zurück. Das muss gehen. Nee, da sind die Seiten gesperrt. Aha. Dann geht's ja. Ah, hier haben sie Asphalt gemacht. Das ist auch eine lustige Nummer. Ich meine, ist ja schön, dass hier ein Radweg ist. Der führt, da hinten fährt der Nachbar mit dem Kühlwagen und der andere Nachbar mit dem anderen Küchenwagen. Guck an. So ein Radweg ist ja so erstmal eine schöne Sache, muss ich ja auch sagen. Ist nicht schlecht, von Rotenburg bis nach Brokel, die alte Bahnstrecke. Aber die haben ja, das sind ja auch schon, die sind ja nicht ganz doof, ne? Das waren die Bahngleise runter. Und da liegt der ganze Schotter dann ja, auf den, also das Schotterbett von den Bahngleisen. Und wenn man das abbauen soll, ist das Sondermüll. Weil die Bahn ja sehr gerne die Gleise frei hat von Gräsern und Kräutern und so weiter. Also das darf ja nicht zuwuchern. Und was tun die wohl, was wir Bauern hier nicht mehr dürfen? Richtig, Glyphosat. Da wird Pflanzenschutzmittel auf die Gleise gespritzt, damit das frei bleibt. Und aus dem Grunde hörte ich, dass dieser Schotter unter den Bahngleisen halt als Sondermüll zu behandeln ist. Wenn man den zu asphaltiert als Radweg, ist das natürlich deutlich günstiger. Ne? Hört man so? Keine Ahnung. Ich sag da nicht weiter was zu. Auf nach Hause und dann wollen wir 14 Uhr mit dem Aufbau anfangen. Jens wollte eben anfangen, die Halle auszufegen. Halle ausfegen und dann können wir heute Nachmittag alles aufbauen. Tische, Bänke, Theke. Wenn der einer bringt noch ein IBC für Trinkwasser. 9, ich weiß nicht, ob der schon da ist. Eben war er noch nicht da, weil der muss erst da sein,
bevor wir die Theke aufbauen können. Ja, und dann wird morgen noch ein bisschen geschmückt und dann kann losgehen. Und dann machen wir heute Nachmittag oder morgen Vormittag oder so, werde ich noch mal eben die Drahtbürste ausleihen für den Weidemann, dass wir noch ein bisschen Gras auf den Flächen entfernen. Und dann ist alles gut. Ein bisschen Trassband, fertig. Jo, dann bin ich gespannt, wie es morgen läuft. Das wäre bestimmt lustig. Aber das ist schon der Anhänger, den ich hier hinter habe, der ist soweit ja gar nicht schlecht, aber der hat echt. Die wollten gerne eine niedrige Beladungshöhe haben und deshalb haben die da so Spielzeugreifen angebaut. Und er sagte eben auch noch, ja, wenn es geht, fahr mal lieber nicht über irgendeinen Bordstein. Warum sollte ich über den Bordstein fahren? Weil dann platzen die so weg. Die halten nicht, halten das nicht aus. Großartig. Gut, also wir sind aber gleich da. Oh, da steht ja, ist das Betonpumpe? Ja, ne? Hier steht, beim Nachbarn geht der Bau auch los. Der baut hier noch eine Halle hin. Ja, Betonpumpe. Sü. Wird betoniert. So weit sind wir noch lange nicht. Betonieren die Sohle. Donnerschlag. Oh, hier ist eine Kante, wo ich nicht rüber soll, ne? Bist du mal einen Moment nicht weg, dann ist der ganze Stall abgerissen. Moment weg, meine ich, Moment nicht da. So, gleich erstmal nach hinten hin und dann mal gucken, wo wir die zwischenparken oder was oder wie. Oh, das ist der Eumel. Jo. So, wir sind wieder da bei nicht verschwenden, wiederverwenden. Ich lasse mir noch ein paar Schaufeln voll von den Steinen eben auflöffeln. Die lege ich an der Seite und dann pickeln wir da mal ein bisschen dran rum. Ein bisschen freipickeln, auf Palette packen, wenn wir soweit sind. Unser Nachbar hat da hinten sich schon zwei Paletten gepickelt und da ist ein Wirt aus Rotenburg, der gefragt hatte, der pickelt sich auch ein paar Steine raus. Also wird ein ganz Teil auch wieder irgendwo eingebaut. Was ja auch schön ist, ne? So, die Schaufel ist gleich auch voll, dann zwei, drei noch oder sowas, mal gucken. Abwechslung haben wir ein bisschen Regen. In der Halle haben wir das meiste fertig. Morgen um 14 Uhr geht es weiter. Tisch decken, ein bisschen Grünzeugs an der Seite ran knallen. Ja, Theke hinten noch Wasserversorgung herstellen und dann haben wir es. Der Stall ist weg. Ich habe eben noch mal im Besen hier grob erstmal ein bisschen, aber morgen den Rest. Wo wir morgen eigentlich noch mit der Drahtbürste einmal hier das Grünzeug wegmachen, da das Grünzeug und dann soll das auch reichen. Und das hier sperren wir ab. Ich habe jetzt überlegt, dass wir eigentlich müssen wir da von der Eiche mit dem Trassband irgendwie hier auf der Ecke hier einen Pfosten, irgendeinen Pfahl einkloppen, dass wir dann von hier in die Richtung gehen können. Dass das so einfach wirklich Schuppenecke, Eiche, Flock und dann da irgendwo Richtung Dachrinne oder so, dass da sich keiner was tun kann, dass man sieht, hier, da, bitte nicht entlaufen, mehr geht nicht. Aber es sind keine Kinder dabei. Ich hoffe, dass sich die Erwachsenen da benehmen können und das schnallen, wie das gedacht ist. Aber da gehe ich von aus. Jo, morgen kommt LKW, dann wird der Rotschutt weggefahren. Der Rest, was die Steinepicker übergelassen haben, wir haben aus da hinten ja auch noch ein bisschen was hingekippt. Und dann geht es an Beton. Und der Plan ist, dass Montag die Sandplatte hergestellt wird. Bin gespannt, ob das alles so klappt. Aber jetzt machen wir es noch Feierabend. Okay, bis morgen. Donnerstag, 13.
Juni. Heute Abend ist die große Feldrundfahrt. Wir haben noch einiges zu tun. Aber... Oh, leck mir doch einen Arsch. Geräteanordnung unvollständig. Geräte verbinden. Ach, machen wir gleich mit zwei Händen. Problem. Mehrere Probleme. Was soll denn das hier? Wir kommen nicht richtig ans Wasser ran, weil wir nicht auf unsere Betonplatte kommen. Aber das ist noch nicht mal das Problem. Das Problem ist, dass wir ein Krautfäulenest haben. Und da muss jetzt eine Stoppspitzung hin. Das ist eine Spritspur, aber das hilft alles nichts. Vater will gleich losfahren, ich habe nur schon mal eben vorbereitet. Und ich gehe gleich vorne bei Baustelle wieder mit bei, beziehungsweise vorne von vorne nach hinten anfangen, sauber machen, aufräumen noch ein bisschen. Es kommt immer alles auf einmal, ne? Also, ich kümmere mich jetzt erstmal hier um diese scheiß Kabelverbindung, die ich nicht will. Ich habe gerade ein neues Kabel eingebaut. Das da. Das hat irgendwo einen Kabelbruch. Zu sehen ist da nichts, aber es will nicht. Jetzt habe ich ein neues Kabel. Und da weiß ich nicht, ob das will. Ich hoffe, das liegt auch an dem und nicht an dem anderen. Das wäre jetzt scheiße. Gut, mal gucken. Jetzt läuft's. Isobus haben wir. Oh Mann, ey. Gut, dann war es das Kabel. Sehr schön. Hier Ruhm, das teure Trinkwasser. Ja. Läuft, im wahrsten Sinne des Wortes.
So, Nachmittag. Der Kackewagen steht kacke. Der steht, seht ihr das? Ja, ne? Den müssen wir noch ein bisschen ausrichten irgendwie, dass er gerade steht. Hier müssen heute Abend noch die Tischdecken rauf. Da hatte ich gesagt, lieber noch weglassen, weil wenn das noch Regen gibt, dann weicht das alles auf, also Papiertischdecken. Hier soll das Buffet dann aufgebaut werden. Die kommen irgendwie gegen 8 oder sowas, halb 8, 8. Stellen das hin. Da habe ich zwei Truhen, die habe ich schon mal eben eingesteckt. Da soll das Eis rein. Als Nachtisch. Und hier sind die Tische. Eben waren die Damen und Herren der Landberatung noch hier, haben die Tischdecken raufgemacht und das aufgestellt. Das haben wir gestern. Jetzt wollen wir gleich noch einmal los. Ein bisschen Grünzeug holen. Ein bisschen, ein paar Büsche an den Seiten und hinten verteilen. Und dann soll es das eigentlich gewesen sein. Aber die Truhe, die muss da noch hinter. Dann haben wir eigentlich alles. Ja, und dann muss ich dann, wenn der Bagger vorne irgendwie Feierabend macht, müssen wir da noch mal eben alles ranfegen und dann müssen wir die Absperrung noch machen. Jo. Ja, und dann ist eigentlich alles voreinander. Scheiße. Scheiße, ja. Oder? Ja. Kaschuh. 1,50. So, ich würde mal sagen, viele von euch, die mit Sonderkulturen nichts zu tun haben, zumindest diejenigen, werden sagen, Gottes Willen, was habt ihr da gemacht? Es sieht halt auch Panne aus, das gebe ich ja zu. Aber es geht nicht anders. Zum Schlägeln brauchst du schmale Reifen. Pflegeräder. So, ich wollte mal gucken, ob der Schlüssel abgezogen ist oder... Natürlich nicht. Oh, so, Bude dicht machen. Jo. Manfred. So, da ist er. Kann losgehen mit Kartoffelernten, ne? Kann losgehen, ja. Ich freue mich auch schon wieder drauf. Ja, irgendwie. So ein paar Kartoffeln, da könnte ich jetzt auch drauf. Ja. Gewöhnungsbedürftig, das Bild. Aber hier hast du gesehen, schönen neuen Kugelkorb für mich, ne? Ja, hab ich auch gesehen schon. Ja, piek fein, 4 Tonnen. Diesmal mal anderer Hersteller, der hat nämlich einen schöneren Bügel zum Aufmachen. Der ist hier, da kommst du besser ran. Okay. Bei unseren anderen, da klemmst du immer die Finger, wenn du da rein willst. Ja, mal gucken. Gänse, ehrlich, Gänse. Freitag, 14. Dings, Juni. Meine Güte, ey. Ja. Jetzt nicht! Gottes Willen. So, Halle ist gleich wieder aufgeräumt und dann ist auch gleich schon Mittag. Meine Güte, warten fest. Oh, du bist schon weiter als ich. Oh. Ich habe noch eine halbe Tasse. Aber bevor. Machen wir so mal wieder, ne? Ja. Wir müssen ein bisschen lauter reden, weil der Bagger so laut baggert. Ja. Also bevor ich den Kaffee jetzt austrinke, sagen wir nochmal eben Tschüss, weil das Video ist jetzt, glaube ich, ein bisschen lang. Das kann sein, ja. Ja. Also, wenn es euch gefallen hat, wieder ein Däumchen, Abo nicht vergessen, wäre toll. Ja. Und, oh Mann, Bernd, dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder, ne? Also, Dankeschön, reinhauen, Wirsing! Junge macht ja ein Radau da. Junge. Ah, egal.